Okay, wir gucken mal rein. Ich habe einen Standard Reaper Build, Ranger, ich will gerne was ausprobieren. Wir nehmen das Piggy mit und doppelte Waffe, würde ich sagen. Dann haben wir hier noch eine Banane. Und einen Knoblauch. Eigentlich sehr solide, was wir haben. Dann roll ich mal für nix. Ich schwamm mir das Gold auf. Aber doppelte Waffe mit Banane und Knoblauch ist schon mal ein sehr guter Start. Damit können wir auf jeden Fall was anfangen. Guter Damage. Gegner hat... Womit hat er mir gerade so Damage gemacht? Mit dem Stein, ne? Sicher. Noch einen Hit brauchen wir. Sehr schön. Erste Runde gewinnen ist immer schön. Okay, ich will auf jeden Fall Whetstones haben. Und ich will noch einen Piggy haben. Das sind beides Dinge, die super sind. Und eigentlich würde ich gerne Karotte spielen. Nehmen wir mal einen Stein mit. Die Karotte ist nämlich nachher ziemlich nice, weil die gibt dir ja Empower. Und ihr wisst ja, Empower ist mit das beste Item im Game. Ja, der beste Stat. Okay, wir haben einen Whetstone gefunden. Es wäre gut, wenn wir... Also mindestens zwei für einen Stahlgubert. Ich würde auch vier nehmen. Für Doppelstahlgubert. Hätte ich auch Bock. Ja, Bratwan ist schon böse mit seinen... Die Herbs sind vor allem. Ne? Diese Herbhaltung ist sehr, sehr gut im Early Game. Na, das werden wir nicht gewinnen. Nope. Wir lassen sie mal noch liegen, die Karte. Ich nehme sie mal noch nicht mit. Wir müssen nämlich rollen für die Redstones. Da ist einer. Ist natürlich immer viel, aber man muss am Anfang rollen dafür. Oh, warte mal, wir haben jetzt schon einen Gubat. Man muss am Anfang rollen, weil sie später rar werden. Ne? Da ist noch einer. Wenn der Gubat wäre schon cool. Aber wir können ihn nicht wirklich aktivieren. Weil ich glaube, es ist wichtiger, dass beide Waffen die Redstones haben. Dann machen wir das so. Ich bin mir sicher. Also Doppel-Redstone wird wichtiger sein. Als Gubat halt. Das Gute ist, er wird ja aktiviert am Anfang durch den Clover. Einmal kommt einer rein auf jeden Fall. Kriegen wir den down? Ja. Ich meine, eine Peperoni. Ne? Und wir finden ein bisschen mein... Wir finden ein bisschen Stamina. Wenn Gubat noch einmal heilen kann, haben wir gewonnen, glaube ich. Einmal Gubat noch? Ne, 5 HP. Bumm. Stahlgubat. Wir haben das Max-Woman-Ding. Ranged Weapon machen 15% mehr Schaden. Da sage ich nicht nein. Wir brauchen halt auch nur Waffen dafür, ne? Auf jeden Fall nehmen wir das Piggy noch mit. Definitiv. Das sieht gut aus. Mein Problem ist, ihr habt noch keine Waffen. Aber damit müsste man ja eigentlich diese Bögen extrem gut spielen können. 3 Stück mindestens. 2 reichen halt auch, ne? 15% schneller, mehr Damage und mehr Genauigkeit. Also gerade bringt es mir noch nicht viel, weil ich habe halt keine Bögen, ich habe Schwerter. Ne? Steine sind ja auch Ranged Weapon. Also für ein Steinbild soll das auch gehen, das Ding. Sind diese Ratten, die man kriegt, nicht auch Ranged Weapon? Ich glaube ja.
Sehr schön. Bam. Stahlgebot. Wir nehmen das hier mal mit. Ich habe das Gefühl, vielleicht kriegen wir einen zweiten. Banane. Leute, ich brauche eine Waffe noch. Sehr gut. Da ist... holy. Okay. Hallo, liebe Waffe. Die nehmen wir gerne mit. So muss er rein. Das ist wunderbar. Kriegt der den nämlich drauf? Oh, ich will mir eine Piggies nicht verkaufen. Aber... Ah doch, wir kriegen es hin. Wir machen hier die Banane rein. Da machen wir die beiden rein. Und da der Knoblauch. Ist okay, oder? Ich glaube, oh, noch ein Piggy. Ich glaube, damit können wir arbeiten. Ich denke, das lassen wir so. Und dieses Ding sollte ja ziemlich gut Damage machen. Und wird auch sehr gut gebufft durch den Gubat, ne? Weil 15% mehr Schaden bedeutet auch 15% mehr Damage durch den Gubat Weapon Stack. Wie ist. So. Yo, yo und ein Crit-Item. Leider sind alle Items, die ich gerade finde, sehr, sehr gut für mich. Machen es mal so, damit das Schwert in die Crit-Tasche mit rein. Banane kommt hier mit hin. Und das arme Piggy muss wieder draußen bleiben. Na, wir machen es so. Wir hauen das mit rein, das Piggy. Ich meine, das ist jetzt... Vielleicht verlieren wir die Runde dadurch, aber wir haben ein Gold mehr nächste Runde. Ist ein Gamble. Right? Und ich glaube, auch wenn wir das verlieren... Ich glaube, es hätte nicht so viel gebracht. Obwohl, ist schon viel, ne? Trigger auf den Gubat. Ist schon nicht wenig. Aber ganz ehrlich, der wäre... Ich glaube, der wäre auch so zu stark gewesen. Ne? Jo. So, Piggies. Noch eine Speedbag, sehr schön. Was ich gerne noch hätte, wäre ein weiterer Whetstone, Leute. Das wäre super. Ist auch sehr schön. Da haben wir nämlich hier Fortuna's Grace schon mal gebaut. Na gut, komm. Wir holen uns wieder neu und machen hier mal so eine Piggy-Leiste. Das Ding ist, Fortuna's Grace ist ein sehr gutes Item. Sobald wir den Bogen haben, hat das Ding einen Doppel-Attack. Und Doppel-Attack ist schon mal sehr cool. Also wenn wir critten. Und wir critten eigentlich recht viel wegen der Ranger-Bag, ne? Da war ein Crit. Direkt richtig viel Schaden. Der Schaden ist jetzt so böse. Sobald du das Ding hast, ist der Schaden echt insane. Ich meine, da ist ein Wolper, den lassen wir aber nochmal liegen. Hier überlegt, nehmen wir noch so ein Acorn-Ding mit, ja, ne? Und da ist noch ein Hero Sword. Und noch ein Kleeblatt. Also der Boden kriegt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Der kann sogar richtig viel kriegen. Wenn ich mal reinschaue. Ne, mehr kann er nicht kriegen. Das Maximum für ihn.
Ich überlege, wie viele Bögen man damit bauen könnte oder buffen könnte. Eins. Zwei Stück nur. Theoretisch. Die beiden mit rein. Der mit rein. Banane hier hin. Beiden Piggies wieder rein. Ja, das hier ist ein bisschen wasted. Also, so ist es nicht mehr wasted. Cool. Und wir sollten jetzt eigentlich schon 60% Crit haben wir schon. Mit 4 Luck. Das ist ganz schön viel. Und jeder Crit vom Schwert, wie gesagt, ist ein doppelter Crit für den Bogen, ne? Also wir brauchen noch nicht mehr Crit. Wir müssen jetzt noch 15 Luck kriegen, dann können wir sogar später noch so ein Acorn rauswerfen wahrscheinlich. Jo, wo sind meine Crits hin, Leute? Miss. Oh nein, ganz viel blind. Oh oh. Oh. Unlucky. So, da ist nämlich das Hero-Ding. Das Hero-Schwert. Sehr schön. Und ich hätte gerne noch einen Bogen. Ich meine, wieso nicht noch so eine Trompete reinschmeißen? Ich habe halt so viel Gold zum Rollen. Nein, Moment, ich wollte die Trompete noch hochlegen. Jo! Okay, der hat ein cooles Bild. Der hat unglaublich viel Empower. Verbunden mit Stein halt. Stein-Empower ist eine heftige Kombo. Aber scheint jetzt, ob wir gegen den gut ankommen. Ich glaube, den kriegen wir down, oder? Ja, sehr schön. Hatte schon ein bisschen Bammel, dass es nicht klappt. Okay. Und hier gibt es Acorn Ace, dass die Items 8% weniger Stamina usen. Und ich denke, das nehmen wir mit, oder? Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ah, da wäre ein Reaper Badge, brauchen wir aber nicht. Piggy. Wisst ihr was, Leute? Man gönnt sich sonst nichts. Noch ein Redstone, holy. Ich hätte gerne noch irgendwie einen Bogen. Das wäre schön. Wait, wait, wait. Da ist der nächste Gubat. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Mal so. Da haben wir den nächsten Gubat gefunden. Und was ich jetzt aber machen werde, ist hier nebenbei die Piggies mal verschönern. Vorhin ist ein neuer Patch gekommen. Keine Anpassung, aber keine neuen Items, aber Anpassung. Ah, okay. Vielen Dank. Gar nicht mitbekommen. Danke, danke. So. Ein Piggy können wir noch bauen. Den würde ich später so legen, wahrscheinlich. Mir fehlt gerade der Platz dafür. Also, wie kann ich jetzt gut diesen Gubat bauen? Ich glaube, ich mache es einfach so. Ich meine, der hat einen Trick, aber der hat den doppelten den dann. Ich glaube, besser geht's nicht. Mir fehlt einfach Taschenplatz, ne? Ganz dringend. Mir fehlt einfach dick Taschenplatz, Leute. Und dann haben wir gleich die Piggies mit dabei. Das wird auch schön. Sehr schön. Bam. Okay. Wir brauchen einen neuen Bogen. Dringend eine neue Waffe. Oh, Piggy. Waffe bitte. Oh, please, gib mir eine Waffe. Bitte, bitte, bitte.
Wenn keine Waffe findet, ist GG, ne? Da ist ein Bogen. Also. Erstmal haben wir die hier. Und die würde ich, glaube ich, nämlich übereinander legen. So. Den dahin und den dahin. Schaut gut aus, oder? Dann kommt der nämlich hier rein. Und der mit 7. Okay, wir kommen jetzt auf 7 Gold. Wie kommen wir auf 7 Gold, Leute? Wir müssen ihn kaufen. Und ich will nicht meine Piggies loswerden. Die würde ich gerne behalten eigentlich. Ich meine, ohne Spaß, ich will die Piggies lieber behalten. Ich überlege, ob ich die Runde einfach griefe und dafür nächste Runde einen Bogen baue. Ich glaube, so mache ich's. Wir griefen einfach eine Runde. Was soll schon passieren, ne? Mein Bogen wird keinen Schaden machen, so gar kein Damage. Weil da braucht immer eine zweite Waffe, um Schaden zu generieren. Aber dafür kriegt er gut Damage-Buffs, ne? Ein doppelter Stahlgubert ist schon sehr, sehr nice. Ein bisschen bammeln, wenn der Gegner gleich Enrage geht. Jetzt. Er hat kein Stamina, ne? Ja, mit Waffe hätten wir den, glaube ich, besiegt. Obwohl... bin ich mir nicht mehr sicher. So, bumm. Und nu brauchen wir noch Trigger. Der ist. Banane kommt dahin. Banane. Es fehlt noch ein Trigger. Ich glaube, ich nehme mal den hier. Okay. Soweit, so gut. Und den können wir austauschen für die Lampe dann. Ich glaube, gleich werde ich dann den hier rausnehmen. Und dafür die Lampe reinpacken. Oh, mir fehlt noch ein Luck, ne? Das ist unlucky. Ein Glück fehlt mir, damit mir mein Clover prockt. Alter, Damage ist böse. Und wie gesagt, die werden ja gebufft beide. Durch das Ding hier. 15% mehr Schaden drauf. Bumm. Ich glaube, da will ich den so leben. Das ist, glaube ich, okay. Hier ist noch ein Bogen. Das interessiert mich. Kann ich den irgendwo hinlegen? Dass der irgendwie mit reinpasst. Nee, ne? Big Sword. Also erstmal nehmen wir den Speeder. Was kommt hier hin? Da oben würde er hingehen. Ne? Ah, da passt er nicht mehr rein, leider. Lifestyle. Auf jeden Fall noch eine Tasche mit. Oh, noch einer davon. Haben wir genug Lack mittlerweile? Okay, wir brauchen jetzt im Endeffekt irgendwie Rüstung. Ah, die Rüstung haben wir sogar. Wir haben ja Rüstung mit den Gubert. Wir brauchen nur Mana. Dann wird nämlich die Waffe richtig durchgebufft, der Bogen. Zack. Holy. Das gerade gesehen.
Der ist auf jeden Fall explodiert. Cool, weggekrittet, den Lümmel. Ja. Trompete, warum nicht? Ich meine, jetzt die Trompete ganz gut. Die zieht dem Gegner nämlich Stamina und so runter und Mana. Why not? Noch ein Piggy. Stimmt, wir können die Piggys umbauen alle. Ne? Und Wolpertank ist auch wichtig. Hm. Haben wir genug? Ich mach die noch mit rein. Drei Lucky Piggies mehr. Ich hoffe, das war kein Fehler. Ich hoffe, das reicht noch, das Glück. Ja. Und wir haben eigentlich auch genug Mana und Rüstung, dass wir... Okay, der ist geprockt. Sehr gut. Was? Was? Der war One-Shot, würde ich sagen. Was halt gut wäre, wäre jetzt auch irgendwie ein Schild. Ein Schild für diese Piggies wäre super. Irgendwas, damit die mehr Relevanz haben, die Dinger. Weil gerade geben sie halt Glück und... Aber die können dann eine Chance erhöhen, dass irgendwas prockt. Aber was könnte man da nehmen? Was hat eine Chance, dass es procken kann? Was gut reinpassen würde. Ich meine, das wäre ganz gut. Die Herzen. 5, alle 3 Banane raus. Du mit rein. Das hat eine Chance auf Mana, aber das brauchen wir nicht. Hammer würde nicht reinpassen. Ich überlege, was funktionieren würde dafür. Die Piggy Armee ist schon sehr cool. Irgendwas, damit das Ding durchgebufft wird. Irgendwas müssen wir finden. Wo drinne steht, hat eine Chance, dass es aktiviert wird. Eigentlich ein Schild. Aber ein Schild passt nicht so gut rein als Trigger gerade für mich. Habe ich verloren? Zum Glück nicht. Ein Schild passt als Trigger nicht rein. Leute, wenn die sich die aktivieren, ne? Jetzt haben sie sich nicht aktiviert beide. Wir brauchen mehr von diesen Buffs. Wir brauchen mehr Mana, mehr Dornen und mehr Luck. Ich meine, Luck haben wir. Dornen und Mana brauchen wir irgendwie. Okay, da wäre ein Schild. Es passt da nicht darunter. Wir können es hier hinlegen. Weil die Piggy ist, wie gesagt, auf dem Schild drauf. Machen das Schild richtig broken. Also richtig, richtig gut. Aber dann wiederum haben wir kaum Platz dafür. Ne? Wo legen wir die Dinge? Wo sollen wir das hinlegen, ist die Frage. Eventuell die Trompete rauswerfen, obwohl der gibt mir Mana. Mit denen mal weg. Na, wir lassen es so. Okay, wie viel Luck haben wir? Wir haben 6 Luck. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wir brauchen keine Kleeblätter mehr. Können alle raus.
Second Trompete vielleicht. Eventuell sogar ein Piggy rauswerfen, ne? Ich glaube, ein Piggy muss gehen, Leute. Tut mir sehr weh, aber... Muss uns leider verlassen. Ich habe immer noch so viel Gold. Hilfe. Ich schwimme im Gold, Leute. Wisst ihr, was ich jetzt brauche? Das hier. Und ich brauche dringend eine Tasche für Gems. Ich habe so viel Gold, ich könnte jetzt die größten Gems kaufen, wenn wir eine Tasche finden. Oh, die geben mir Mana. Und mit Mana soll es eigentlich reichen dann, der Damage. Oh, der macht mich kaputt. Noch einmal hitten. Puh. Das sind richtig knappe Runden immer. Aber wir bürsten schon gut rein, aber es ist echt immer super knapp am Ende. Brauchen wir nicht mehr, haben wir gesagt. Voll machen. Finden wir jetzt eine Bags, die Frage. Ich meine, das ist Lifestyle, ne? Warum nicht? Nochmal Lifestyle. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, 16. Tschüss. Na gut, dann nehmen wir noch mehr Livestream mit. Würde ich sagen. Leute, ich habe so viel Gold. Was mache ich damit? Stimmt, da kann ich noch was zwischen den Trompeten packen. Hast recht. Wichtig. Da muss ich eigentlich die Dinger füllen. True. Guter Punkt. Okay, ich habe auf jeden Fall meine Dinge aktiviert. Holy. Sobald die aktiviert sind, ne? 56 Max-Damage. Der hat gerade für zweimal 120 gekrittet. Der hat 100 Max-Damage, Leute. Gute Nacht. 194. Und normalerweise hittet der mal zwei... Oh, noch eine Lampe. Ich meine, hier ist so ein Dingsstein. Ich meine, noch eine Lampe würde ich nehmen. Ich meine, sie kann ja auf den rauf, ne? Ja, okay. Danke. Ich meine, der ist auch sehr gut, aber... Also wir haben jetzt 2, 4, 6, 8, 11, 14, 15. Genau 15 Luck. Der Stein ist sehr gut, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche eher das Max-HP. Ich kann da nichts mehr reintun. Also, wir sind full, Leute. Wir sind legit full. Weil den darf ich nicht rausnehmen, weil ich brauche das Lack von dem. Ne? Piggy, Handschuhe, ist alles egal. Let's go. Cool. Geile Runde. Ich liebe das Bild. Also ich muss sagen, der Ranger mit den Buffs, er bockt mit am meisten. Von allen Builds, die es gibt. Er macht mit am meisten Bock. Ich meine, schaut es euch an, ne? Schaut es euch an, ey. 99 Damage, 53 Damage. Die sind alle geprockt, die Djinn-Lampen. Holy smokes.
Die Runde ging gar nicht so lange. 9 Sekunden. Guck mal, wie viel dieser eine mehr gemacht hat, ne? Der hier, weil er diese Djinn-Lampen bekommen hat. 700 Damage. GG's.